Hallo, freut mich, dass du mich bei meinen Abenteuern hier in SnowRunner begleitest. So, die zwei Türme wollen fertiggestellt werden. Deshalb mit dem Azov Atom und dem 4-Slot-Anhänger unterwegs, zweimal Stahlträger und einen Frachtcontainer abzuholen. Ja, das bedeutet, wir haben hier so eine kleine Rundfahrt um den Fluss oder den See. Ich glaube, es ist eher ein Fluss hier. Und ich zeige das mal kurz. Hier der Fluss. Also wir fahren hier raus, hier unten lang, einmal wieder zurück. Und dann sollte das abgeschlossen sein. So, erstmal hier am Bagger vorbei. Und da hatte ich auch schon ein paar Problemchen mit den Kieshaufen. So, sollte hier aber eigentlich durchgehen. Wenn ich nicht am Bagger hängen bleibe. Ja, das passt schon. Ja, das geht wunderbar. So, Sprit habe ich auch noch. Ich habe ein Tankfahrzeug da zu den Kühlturm hingefahren. Also auch kein Problem. Dann heißt es nur noch, da hinzukommen, ohne irgendwelche Dummheiten zu machen. So geht es natürlich nicht mehr voran. Ja, und sobald das mit den Kühlturm abgeschlossen ist, wird den Azov hier erstmal in die Garage oder in die Werkstatt stellen, beziehungsweise besser gesagt, und wird mal das Schnellgetriebe einbauen und mal sehen, wie er sich dann so macht, wie er sich so fährt, weil wir haben ja doch ein bisschen gutes Stück Straße immer, und da ist er mit dem Offroad-Getriebe natürlich nicht ganz so flott unterwegs. Ich habe dir auch mal die Innenansicht gezeigt, als ich mir den geholt habe, und ja, der Tachozeiger, der da drin ist, der ist da bei 20 dann festgenagelt. Ich weiß nicht, ob es km/h oder Meilen sind, aber flott ist es zumindest nicht. Moment, ich bin schon noch richtig. Ja, ich muss hier geradeaus. Ja, flott unterwegs ist man da auf der Straße nicht. Mir wird vielleicht der Lastgang Plus etwas fehlen. Bei dem benutze ich eigentlich doch relativ häufig. Sobald ich irgendwo in Schlamm komme oder so, eigentlich ist das der erste Gang dann, den ich einlege, bevor ich irgendwas anderes mache. Und normalerweise geht es in dem dann meistens auch voran. Aber mit dem Schnellgetriebe hat man dann nur den einen Lastgang, aber ich werde es auf alle Fälle ausprobieren. Weil der kommt auch hier im Highgear eigentlich gut voran immer. Da bin ich echt überrascht, wie der da hier so durchzieht. Das machen andere Trucks nicht so. So, war es das jetzt? Nö, der fährt stur weiter. Ja, getreu dem Motto hinten drauf, Harsh Driver. Ja, einen schönen Aufkleber hinten drauf gemacht. So, können wir ein bisschen... Wir haben noch ein gutes Stück Weg vor uns. Deshalb müssen wir hier mal das Pedal Richtung Bodenblech bringen. Und ja, weil wir auf der anderen Seite sind, werden die Stahlträger aufgeladen. So, jetzt geht es wieder ein bisschen langsamer hier. Aber auch noch im High Gear durch. Schön. Dass ich hier über das Wiesenstück fahren könnte man auch. Aber da ist dann links und rechts, wenn man da nicht genau in der Mitte bleibt, ist dann doch die Gefahr groß, dass man da abrutscht und umkippt. Und das will ich ja nicht unbedingt haben. Bis jetzt fahre ich hier relativ unfallfrei. Zumindest hier auf dem Flachland ist mir noch kein Missgeschick passiert, außer ich habe es schon wieder vergessen. Auch möglich. Aber nun gut. Ich werde nicht unbedingt den Azov noch umschmeißen, wenn ich ihn schon so hoch lobe immer. Also jetzt, seit ich ihn habe, muss ich sagen, ein paar Mal gefahren bin. Der gefällt mir richtig gut. Im Gegensatz zu dem Knicklenker-Fem, der ja auch die größere Pritsche und so hat und der auch ein riesen Fahrzeug ist, also ein riesen Truck. Aber ich für meinen Teil, ich komme mit der Lenkung einfach nicht klar. Das geht bei mir gar nicht irgendwie.
dem hier geht es dafür wunderbar. Bis jetzt. Ich hoffe, es bleibt auch so. So, Metallfabrik. Da sind wir angekommen. Dann lade ich die Stahlträger auf den Anhänger. Oder eins vorne, eins auf den Anhänger. Was wiegt mehr, die Stahlträger oder der Frachtcontainer? Gute Frage. Das ist eigentlich vollkommen egal. Ich lade einfach auf und fertig. Nehme die Stahlträger, einen vorne, einen hinten. Weiß nicht, ob sich das was schenkt. So, Stahlträger brauche ich. Einmal hier aufladen und einmal auf dem Anhänger aufladen. So, etwas zurücksetzen, dass ich hier im Bogen rumkomme. Allrad anmachen, ist der Wendekreis ein Ticken kleiner. 5 cm. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle habe ich mal irgendwo gelesen, dass hier bei SnowRunner mit Allrad, ob es allgemein so ist, weiß ich nicht, der Wendekreis kürzer ist. Na, so, nachtanken tue ich hier nicht. Den Sprit hebe ich mir noch auf. Für schlechte Zeiten, sozusagen. Wenn ich mal mit einem fast leeren Tank hier ankomme, irgendwo vergessen habe zu tanken, kann ich das bestimmt noch brauchen. So, ich glaube, den Allrad kann ich wieder ausmachen. Bisschen sparen muss man ja. Obwohl ich ja jetzt eigentlich Sprit genug rumstehen habe. Also bei den Kühlturm ist ja dann wieder, habe ich ein kleines Tankfahrzeug, Servicefahrzeug hingestellt. Ja, ich habe noch Missionen geschaut, was es noch so freigeschaltet hat. Wir müssen oben an der, also in der linken oberen Ecke von der Karte, da ist eine Mine, da sollen wir Müll abholen. Allerdings muss man da erst hinfahren, bis der Müll angezeigt wird. Jetzt weiß ich nicht, sind das diese Müllcontainer, die wo man in Skandinavien schon mal hat transportieren müssen. Das wären dann 2-Slot-Container oder ist das einfach wie so eine Palette mit ein paar Müllsäcken drauf? Also ein Slot. Bin ich mir jetzt noch nicht sicher, mit was für einem Fahrzeug ich dahin fahren soll. Ich habe überlegt, den Freightliner und einen Anhänger hinten ran. Allerdings ist ein Truck mit dem Auflieger natürlich noch ein bisschen stabiler wie der Anhänger hinten. So, jetzt geht es hier nicht mehr voran. Und da benutzen wir den Lastgang Plus. Der andere ist doch ein Ticken langsamer, aber dem geht es auf alle Fälle vorwärts. Oh, schön, wie das Wasser da unten in den Radkästen rausspritzt. So, okay. Einen Frachtcontainer noch. Da vorne steht auch noch der Derry Longhorn, der noch das zum Staudamm soll, wegen der Mission, die es da gibt, wegen der Aufgabe. Beladen habe ich ihn schon. 2 Container wollen die. Einen auf die linke Seite, einen auf die rechte Seite. So, reicht das? Natürlich nicht. So, ein bisschen zurücksetzen. Oh ja, muss auf meinen Anhänger aufpassen. So, kurz Stopp. Auf den Anhänger nicht Betonblöcke, sondern Frachtcontainer. So, alles verladen. Na, dann geht's los. Wieder zu den Kühltürmen. Und dann bin ich neugierig, was es hier dann noch für Aufgaben gibt hier im Flachland. Ich nehme an, dann wird wieder irgendwas freigeschaltet. Das Teil da hinten muss man ja auch noch transportieren. Wohin auch immer. Wahrscheinlich zum Reaktor. In die reaktive Zone, schätze ich einfach mal. Also ich vermute es, weiß es nicht. Das wird das Spiel mir dann mitteilen, wenn es soweit ist. Nehme ich doch mal an. So, ach so, hier ist ja diese tiefe Stelle. Da bin ich letztes Mal ja schon so reingerutscht. So, geht das noch? Ich mache einen Gang kleiner. Also die Stelle hier ist auch echt tückisch.
Ich glaube, ich müsste da, wenn ich von der Seite komme, weiter rechts fahren. Also hier aus gesehen jetzt links. So, Azov, kommst du voran mit dem Hänger? Ja, das geht. Ja, der Weg hier hat auch ein paar so Schlammlöcher, die allerdings nicht zu schwierig sind. Muss allerdings, ja okay, das ging nicht mehr. Muss allerdings aufpassen, wie man da reinfährt, weil die, habe ich bemerkt, sind an einer Stelle auch ein bisschen tiefer wie auf der anderen Seite. Bekam es mir zumindest so vor. So, jetzt aber. Jetzt geht es im größeren Gang. So, ein bisschen gucken, was der Anhänger hinten macht. Und ich fahre gleich hier lang. Dann lasse ich dieses, dieses Stück hier aus. Das ist nämlich auch Schlamm. Und wenn es erst auf den ersten Blick nicht so aussieht. Ja, hier hatte ich ja in der letzten Folge, als ich noch den Western Star hinten dran hatte, ein bisschen Probleme, um die Kurven zu kommen. Da bin ich ja dann einzeln gefahren. Da hatte ich ja den ersten Teil der Ladung zu den zwei Türmen gebracht. Und ich hatte auch am Anfang überlegt zu überladen, aber da ich ja hier 7 Slots habe und 6 jetzt noch offen waren, habe ich gedacht, na gut, dann lasse ich das mit überladen und fahre da einmal noch extra. So, na okay, jetzt zieht er doch nicht mehr durch. Ich wollte gerade schon frohlocken. Er zieht da so durch, aber nicht ganz geschafft, aber fast. So, die Begleitung im Hintergrund ist auch wieder aktiv. Der Kollege Carter will auch ein bisschen mitreden. So, da vorne ist die Werkstatt. Und dann sind wir auf der Straße. Und dann geht es ein kleines bisschen flotter voran. Da tanken muss ich nicht. Das reicht bis zu den Türmen. Denke ich definitiv aus. Auf der Straße brauchen wir das Allrad ja nicht. Da sparen wir ein bisschen was. Ansonsten steht auch hier der Ford zum Auftanken. So, und den Weg, die Straße entlang, den gibt es im Schnellvorlauf und dann sehen wir uns und hören wir uns an den zwei Kühltürmen wieder. So, ich bin angekommen bei den Kühltürmen. Ja, ich bin extra hintenrum reingefahren. Ich dachte, wenn ich die Brücke da hinten schon repariert habe oder die zwei Brücken, dann kann ich sie auch mal benutzen. Nicht, dass das komplett umsonst war, aber ich denke, da werden wir schon noch mal lang fahren. So, ich denke, wir werden hier auch mit einer Zwischensequenz belohnt. Schätze ich doch einfach mal. Huch, das Allrad wollte ich nicht anmachen. So. Na dann. So. Bau des Kühlturms. Zwei Türme Nummer 2 abgeschlossen.
Sehr schön. Und ich schaue mal kurz in die Mission rein. Gibt es noch was jetzt mit dem Strom? Frachtcontainer, okay, das ist das. Das kann ich gleich mal markieren. Statischer Druck. Das ist in der reaktiven Zone. Mehrstufige Pumpe hindringen. Das gibt es hier auch am Hafen. Und der Frühjahrsputz. Fahre zur Kühlturmplattform. Lieferung zur Verbrennungsanlage. Innoviro Hills, okay. Da war ich jetzt noch nicht. Also einmal kurz reingefahren und den Fem geholt. Und das war's dann auch schon. Also da habe ich auch noch nichts aufgedeckt. Das muss ich jetzt bei Gelegenheit mal machen. So, dann wollen wir mal zum West- und Ostflügel fahren. Vom Staudamm und diese Container hier abliefern. Da habe ich den Derry ja schon platziert. Aufgeladen ist auch schon. Und den Weg habe ich mir jetzt nicht markiert. Naja, bis da vorne komme ich noch. Muss eh auf die Straße, glaube ich, wieder. Wenn ich hier rauskomme. Ja, geht schon. Ja, ich weiß, das Differential auf dem überfluteten Straßenbelag nicht so gut. Hier brauche ich es wieder. Echt neugierig, weil ich dieses große Teil da transportieren muss. Vielleicht ist das sogar schon jetzt freigeschaltet und aber von einer anderen Firma beauftragt, das weiß ich nicht. Das wäre natürlich möglich, aber das schaue ich mir dann in Ruhe an und werde mal gucken, wie ich das dann alles am besten oder irgendwie ein bisschen nacheinander abfahre oder vielleicht zwei Sachen auf einmal erledigen kann. Je nachdem. Gut, das Teil muss ich extra fahren. Das ist ja schon auf dem Auflieger drauf. Also vielleicht kann man ja einen Truck an hinten hinhängen oder so. Ich glaube bei dem großen Ding eher nicht. Aber vielleicht muss ich auch noch diese Turbinen vorher hinfahren. Und diese Generatoren. Entschuldigung, nicht Turbinen. So, kannst du auch ein bisschen schneller? Wie der Azov, ja, das geht. Er hat zwar das Differential nicht immer an, aber mit dem Allrad sollte das doch trotzdem machbar sein. Ich glaube, so viel wiegen die Frachtcontainer auch, glaube gar nicht. Ich hatte die Gewichte mal so ein bisschen im Kopf, aber ich habe inzwischen wieder das meiste vergessen davon. Ich habe eine Liste und muss immer nachschauen. Ich wollte mir mal einen Mod installieren, den mir der, glaube der Jelinobas vorgeschlagen hat. Dann sieht man oben rechts bei den Aufgaben dann, wie viele Slots das braucht und wie viel Gewicht so ein Container hat. Nur da mein Mod-Browser leider immer noch nicht geht, nach mehreren vergeblichen Versuchen, den zum Laufen zu bringen, weiß ich immer noch nicht, woran es hapert. Auf alle Fälle verbindet er sich nicht. Und deshalb ist mir das mit dem Mod, mit der Gewichtsanzeige und der Slotanzeige bisher verwehrt geblieben. Weil das wäre eigentlich schon nützlich. Vor allem für mich. Brauche ich nicht immer auf den Zettel gucken. So, kommt er so da durch? Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. So, da ist schon fast die Straße. Den brauche ich, glaube ich, auch noch nicht tanken. Bis zum Staudamm und auf die andere Seite dann vom Staudamm komme ich, glaube ich, auch so. Und da oben ist dann eigentlich auch eine Tankstelle in der Nähe. So, ich weiß nur noch nicht, wenn ich da runtergefahren bin zum Staudamm, das ist ja im unteren Staudammteil, wie man da wenden kann. So, hier muss ich ein bisschen Obacht geben. Der ist deutlich flotter auf der Straße unterwegs wie der Azov. Da kommt auch gerne mal der Auflieger ein bisschen quer. Oh,
Vorsicht, Baumstumpf. So, hier muss ich runter. So, das ist eine kleine Plattform. Also ich hoffe nicht, dass ich hier irgendwie wieder, also rückwärts rauf. Das könnte sich ziehen. Ja, ich denke, ich werde hier irgendwie gewendet kriegen. Hoffe ich. So, einmal abgegeben. Huch, nein. Ich wollte eigentlich das Fenster zumachen, aber das ist von alleine verschwunden. So. In diese Richtung oder in diese Richtung? Ich probiere es mal bergauf. Na, nicht zu weit. Na. So, wir können auch noch das Sequential anmachen. So, zwischen die Bäume habe ich gerade auf Anhieb. Okay, den hinteren ist klar. Der geht nicht zur Seite. So, da ging das Wenden doch besser als gedacht. Nur noch auf die andere Seite, den auch noch abgeben und dann ist wieder was geschafft. Also das Flachland hier, die Karte, gefällt mir sehr gut. Ist trotzdem, dass man den Fluss in der Mitte hat, geht es eigentlich vom Fahrweg. Auf Pineline B finde ich es ein bisschen, ich weiß nicht, die Karte, die mich von Anfang an irgendwie nicht begeistert. Jetzt mit der Fähre freigeschaltet geht's, da kann man ja ein bisschen Weg abkürzen. Aber ich finde es trotzdem noch irgendwie sehr komisch, die Map. Also Pineline Bay. Die erste von den vier Maps hier. Und auf Oviro Hills bin ich ja gespannt, also was da noch auf mich zukommt. Hat der lieber Mortis ja schon in den Kommentaren geschrieben, dass es matschig und steinig sein soll und so weiter. Na, ich will hier abbiegen. Na, auf Anhieb geht's nicht, okay. Jetzt aber. So, den Auflieger nicht auf die Leitplanke setzen oder auf den Strommasten hier. Na ja, gut, den drückt es dann vorbei. Na, was jetzt? Warum? Ich hoffe, ich komme dann hier auch wieder irgendwie hoch. Da gibt es auch so eine Plattform da unten. Da denke ich, bringe ich da dann auch irgendwie gewendet. Vielleicht ein bisschen schwieriger wie auf der anderen Seite, aber naja, der Auflieger ist dann leer, also wird das schon irgendwie hinhauen. So. Okay, so die Belohnung, 7700 Credits, wenn ich das richtig sehe, Moment, ja. Na also, läuft doch, beide Kräne sind einsatzfähig und mit Wasser sollten wir jetzt auch keine Probleme mehr haben. Okay, das bedeutet, jetzt haben wir hier Wasser zu transportieren. Warte, ich hätte auch hier mal kurz reinfahren können. So, Wasserverteilung, Quelle Ostflügel, keine Ziele ausgewählt. Okay, das muss ich mir in Ruhe anschauen. Soll ich hier Wasser holen oder muss ich hier Wasser herbringen oder nur hinfahren und hier kann dann praktisch hier mit den mit den Drehrädern da Wasser hier reinpumpen, obwohl es hier eigentlich genug Wasser gibt. Naja, aber ich mache mich schlau bis zum nächsten Mal. Sage danke, dass du dabei warst. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.